Das heißt, wir können hier, glaube ich, nicht alles holen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Oh. Uga. Oh, das Eis hier, ne? Ich liebe das, wie das Eis hier aussieht. Guckt euch das mal an hier mit den Rissen da drin, ey. Boah. Den roten, ja, den roten kann ich nicht holen, das weiß ich. Aber ich meine den normalen alle Kisten Edelstein. Weil da fällt man ja runter bei dem roten. Und ich meine, da oben gäbe es Kisten, wo man vom roten runterfällt. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. 74. Hört sich eigentlich jetzt nicht so nach so viel an. Oh, das Eis. Das ist übrigens ein Krankenwagen gerade. Ich weiß nicht, ob man hört. Oh, die Dinger hasse ich, ne? Wie die Pest. Die sind richtig scheiße programmiert, die Teile. Die Holzdinger sind okay, aber hier die sind scheiße. Ich hasse die. Haben die den nach oben gesetzt? Ich sehe, dass da oben irgendwas blinkt. Kisten kannst du alle holen. Okay. Ich meine, weil man hätte in jedem Teil noch das machen können anfangs. Das ist aber... Nun. Oh, das ging ja schnell, Tobi. Da hat mich das Eis ein bisschen aufgehalten. Da war ja easy. Wir haben auch alle Kisten, das ist schön. Der Goldesel. Mir geht's gut. Ich bin auch lecker vollgefuttert, weil hier in Duisburg ist momentan Stadtfest. Und unser Lieblings... Obwohl, ich muss das anders sagen. Das Stadtfest ist irgendwie gefühlt wie der Weihnachtsmarkt, nur dass es nicht kalt ist. Weil da sind genau die gleichen Läden und die stehen teilweise auch an der gleichen Stelle. Also es gibt Poffertiers, was wir dann auch jeden Winter irgendwie essen. Und dann, was wir sowieso nur jeden Winter gegessen haben, war warmer Schafskäse im Fladenbrot. Und heute gab es den halt auch. Und so. Ja, die habe ich schon. So, und jetzt ist hier der Edelstein, wie der aussieht. Der sieht so geil aus. Und dass er so leuchtet und so Sachen hat und dann, wenn er sich dreht, dass der dann so, als ob da so eine Schicht Öl oder so drauf fällt, dass er sich... Boah, ich liebe den. Mach mir mega Hunger. Ja. Ich habe deinen Namen komplett falsch gelesen. Goldeself-Fan. Schon voll viel... Der hier? Ich glaube, ich habe den auch schon mal vergessen mitzunehmen. Die sind halt. Die sehen so toll aus in dem Spiel. Ach stimmt, die war hier oben drüber. Da kann man aber von hier unten dran. Da. 69. Standen da noch so ein paar Nitro-Kisten rum. Wir könnten. Achso, die haben wir ja schon kaputt gemacht, die Nitro-Kisten. Aber wir haben trotzdem alle Kisten. Das ist schön. Die riecht so nach Essen. Das zieht gerade aus der Stadt hier rüber. Irgendwie bratkartoffelmäßig.
wunderbar. So, du hilfst Cortex-Kristalle zu sammeln. Und doch hast du einen Edelstein. Interessant. Tja, Crash, du musst wissen, solange du mit Cortex verbündet bist, bist du mein Feind. Und ich werde alles tun, um dich aufzuhalten. Wenn es dir wirklich um das Schicksal der Welt geht, dann musst du Edelsteine sammeln, nicht Kristalle. Wenn du alle 42 Edelsteine hast, kann ich einen Laserwerfer fokussieren. Einen Laserstrahl, der Cortex und seine Raumstation vernichtet. Bis dahin muss ich verhindern, dass du weiter mein Kristall sammelst. Ich frage mich gerade erst, ob das... Ich frage mich gerade wirklich, ob das seit dem Anfang, also seitdem das Spiel draußen ist, ob das schon immer so war, so schlecht, oder ob die da nochmal was gemacht haben, weil ich habe das nicht so schlecht in Erinnerung, weil das ist ja echt schlimm. Hang 8, gibt's da den Zeit-Edelstein? Ich wollte ja nicht pfeifen, es tut mir leid. Ja, es gibt hier Zeit. Okay, dann machen wir das gleich nochmal. Obwohl das mit Rennen eigentlich noch einfacher wäre, aber ich versuche das trotzdem. Oh, das war knapp. Ist das auch das, wo man am Ende die Masken braucht? Wenn man da sonst nicht durchkommt? Das war schon immer so echt. Alter. The beer is talking with me. Oh ne, das Leben. Wenn wir schon ein Leben kriegen, dann nehmen wir das auch mit. Schuld, ja. Kommen wir da wieder zurück? Ich meine schon, ne? Ich gehe da jetzt einfach mal drauf. Ich meine, wir kommen da wieder zurück. Das war im Original die beste Musik des ganzen Spiels. Hier ist es jetzt nicht mehr so. Oh no! Okay. I got this. Oh, um Gottes Willen. Kriegen wir das hin. Schwach abgeliefert haben. Ja, das stimmt. Also ich finde, es ist jetzt nicht mega scheiße, aber im Vergleich zum Original ist es nicht so geil. Da finde ich halt zum Beispiel, dass die Musik von... Ich sag mal so allgemein. Allgemein, die Soundeffekte in Musik und Musik sind in diesem Teil nicht so gut wie im Original. Bei Crash Team Racing finde ich das. Haben sie schon sehr gut gemacht. Und vor allem auch, dass man zum Original wechseln kann, ist halt noch geiler. Ich finde das auch schade, dass sie
den unten dann nur so reingepatscht haben und nicht da sich so ein animierendes Ding befindet, dann. You know what I mean. Was war das denn? Da bin ich doch eindeutig drüber gefahren, oder? Allgemein komische Fehler geleistet. Im Bonus von Digging It und Behaving ist von einem Instrument zum Beispiel nur das Echo zu hören. Ich fand aber auch, dass sie die Spyro Trilogy auch sehr gut hinbekommen haben. Ja, das stimmt. Das stimmt. Drei Kristalle? Nicht schlecht. Wie ich sehe, hast du den Dreh langsam raus. Ich muss Energie sparen. Ich melde mich wieder, wenn du den fünften Kristall hast. Da klingelt es an der Tür. Ich gehe aber nicht drin. So, wir müssen ja hier jetzt noch das Zeitding holen. Kann man das eigentlich kombiniert holen mit dem Relikt? Ich glaube nicht, ne? Das ist übrigens alkoholfreies Bier. Ich bin also kein Saufkopf. Aber ich habe noch einen. Ich habe da was bei Aldi gefunden. Irgendwie so einen komischen. So ein Cocktail irgendwie in so einer Tüte drin. Soll man ins Eisfach legen für 6 Stunden und dann zermanschen und dann kann man das trinken. Ich wollte das mal ausprobieren. Ist ein Mojito. Ich habe auch, glaube ich, noch nie einen richtigen Mojito getrunken. Ich glaube, ich habe jetzt hier ziemlich Zeit verplempert. Kann das sein? Oder fängt die wirklich erst ab hier hinten an? Nein, ich wollte die doch gar nicht aufmachen. Nee, die fängt erst ab hier an. Nein, 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 nein! Ja! Oh. Das ist doch nicht lustig. Ein Moment. Fängt die Zeit neu an? Ja, das ist ja schön. Der Sound vom Moped fehlt. Oder? Ist doch normalerweise lauter. Egal. Eine Maske haben wir, das heißt, wir dürfen uns ein Fehlerchen erlauben. Bäh! Ach, locker. Locker. Das war ja easy peasy, du. Hätten wir auch damit erledigt. Jetzt kommt The Pits. Ein ähnliches Level wie das erste, nur ich glaube, es regnet da. Meine ich mal. Oder es hört dann auf zu regnen. Oder das war das erste Level, was so angefangen hat. Nee, ich weiß es nicht. Nee, es regnet nicht. Okay, ich habe gelogen. Ja. Ist auch komisch, manchmal lösen die aus, wenn man da drunter eine Kiste wegdreht und manchmal nicht, ne? Hier gab's doch irgendwas. Ah, das war der Weg, der sich so zweigeteilt hat, ne? Jetzt weiß ich gar nicht mehr, welchen man... Ich glaube, auf der linken Seite war der Edelstein. Und dann musste man dann auf die andere Seite gehen, wegen dem...
Wegen den Kisten oder das war andersrum, ich weiß es nicht mehr. Du wusstest es nur nicht besser. Aber ich hab das so überzeugend gesagt.